Logan, was hast du getan? Charles, die Welt ist nicht mehr, wie sie war. Mutanten gibt es nicht mehr. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Was ist sie? Sie ist wie du. Fast genau wie du. The feelings disappear. Sie braucht unsere Hilfe. You are. Es wird jemand kommen. Jemand ist gekommen. I am still right here. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. I will keep myself. I would find. Logan, du hast immer noch Zeit. Absolute Gänsehaut bei diesem Trailer zu Logan, den uns 20th Century Fox voraussichtlich ab dem 2. März 2017 in die deutschen Kinos bringt. Es ist der dritte Wolverine-Solo-Film, das letzte Mal wahrscheinlich Hugh Jackman als Wolverine, und es ist ein ganz schön düster und trauriger Trailer, der ihn auch ein Stück weit ergriffen macht. Allein die Songwahl mit Johnny Cash's Song Hurt, ein Song, der alleine für sehr viel Leid und Schmerz steht, dann bestückt mit diesen düsteren Bildern, hat man gar nicht das Gefühl, hier Bilder aus dem X-Men Universum zu sehen oder Teile eines Superheldenfilms, sondern vielmehr ein sehr heftiges Drama, und das gefällt mir richtig gut. Ich bin nach diesem Trailer richtig ergriffen und gespannt zu sehen, was hier auf uns wartet. Und Logan spielt in der Zukunft. Die Mutanten gibt es nicht mehr, zumindest anscheinend nicht in der Form, wie wir sie eigentlich kannten. Auch die Namen auf Wolverines Rücken zu sehen, die ein Stück weit ja bedeuten, dass anscheinend seine Selbstheilungskräfte im Alter vielleicht nachlassen, obwohl er die Krallen noch ausfahren kann. Dann sehen wir Professor Charles Xavier, der wieder dabei ist, gespielt von Patrick Stewart. Boyd Holbrook kennt viele aus Narcos, auf der Bösewichtseite. Und dann dieses junge Mädchen und die Frage, was für eine Geschichte verbindet die beiden. Das finde ich spannend, das finde ich ergreifend, das finde ich aber auf jeden Fall eben extrem berührend, und hätte überhaupt nicht gedacht, dass man hier in diese Richtung gehen wird innerhalb eines X-Men-Films. Und deswegen muss ich sagen, wow, ich habe ein ganz großes Augenmerk jetzt, was auf Logan anbelangt, auf den 2. März 2017. Ein richtig klasse Trailer, der ein Stück weit auch völlig anders ist als das, was man sonst aus diesem Genrebereich gewohnt ist. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Versteht ihr, was ich meine, oder sagt ihr überhaupt nicht mein Ding? Dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, und ich danke fürs Reinschalten und hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.